Heute das Thema Mail-Archiv bzw. Mail als Airbag-Funktionalität. Dazu haben wir unseren Referenten angeladen. Das ist Herr Ansgar Licher. Herzlich willkommen, Ansgar Licher. Wir werden von ganz vielen Kunden immer wieder gefragt, was kann ich denn machen mit Mail-Archiv? Was kann ich denn machen, wenn ich mal eine E-Mail gelöscht habe? Wie komme ich denn zurück auf diese E-Mail? Oder was denn für gesetzliche Anforderungen auch an das Thema Mail-Archiv? Was gibt es denn da zu tun? Und wir haben uns die Fragen gestellt und haben die Fragen von unseren Kunden sehr, sehr ernst genommen und haben gesagt, wir laden mal einen Experten zu dem Thema ein für diese Runde hier und konnten zum Glück den Herrn Ansgar Licher begeistern, hier mit teilzunehmen, sein Wissen preiszugeben und uns ein bisschen mehr über das Thema Mailarchiv zu sagen. Vielen Dank für das Kommen, Herr Ansgar Licher. Vielleicht können Sie sich mal ganz kurz vorstellen, dass unsere Kunden auch den Eindruck haben, was machen Sie, woher kommen Sie, wie kommen Sie zu diesem Thema Mailarchiv? Ja, auch das will ich gerne beantworten. Erst einmal einen schönen guten Tag in die Runde. Ich bin Ansgar Licher und Geschäftsführer der Firma LW Systems. Wir sind zum Thema E-Mail-Archivierung gekommen, dadurch, dass wir uns sehr, sehr lange schon mit E-Mail- und Groupware-Lösungen in Unternehmen beschäftigen und kundengetrieben mit dem Thema Mail-Archivierung in Berührung gekommen sind. Wir machen dort seit vielen Jahren Projekte und haben uns über die Zeit ein ja doch mittlerweile recht umfangreiches Expertenwissen angeeignet, was wir dann auch hier heute gerne weitergeben an die Zuhörer und Zuschauer. Dann würde ich sagen, wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Vielleicht wollen wir die jetzt mal starten und ich übergebe das Wort an den Herrn Licher und freue mich auf die Präsentation. Ja, vielen Dank. Ich starte direkt mal durch. Gehen wir gleich mal ins Thema. Bevor wir so zu den ja, eher EDV-technischen Aspekten kommen, vielleicht ein wenig Theorie zu Beginn als Einleitung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen mit der Frage unterwegs sind, muss ich überhaupt E-Mails archivieren? Ja, und falls das überhaupt so sein sollte, was muss ich da eigentlich archivieren? Also Grund genug, einmal kurz einen Ausblick auf die rechtlichen Aspekte des Themas Mail-Archivierung zu stellen. Ja, wir sind keine Rechtsanwälte, insofern ist das, was ich hier von mir gebe, auch nichts als Rechtsberatung zu verstehen, sondern im Prinzip halt ein Hinweis aus unserer quasi nicht fachlichen Perspektive. Also wir kennen da einiges an Hintergründen, aber wir dürfen das Ganze eben halt, weil wir keine Anwälte sind, nicht Rechtsberatung nennen und so weiter. Das ist also nochmal kurz vorweggeschickt. Und dann geht es auch gleich zum Thema. Die Gesetzeslage bei E-Mail-Archivierung ist im Grunde, naja, ganz einfach oder auch nicht. Also fangen wir mal vorne an. Zunächst einmal gibt es Rechtsgrundlagen wie das Handelsgesetz und das Steuergesetz. Das heißt also, wir haben genauso wie wir mit der Buchhaltung für Angebote, Lieferscheine, Rechnungen und ähnliches archivieren, auch dieses Thema übertragen bekommen auf die Welt der E-Mails. Bedingt eben dadurch, dass viele Geschäftskorrespondenz auf E-Mail-Basis abgehandelt wird, werden eben halt auch von Gesetzgeberseite Erwartungen an uns gestellt, die da heißen, alles das, was an Handelsbriefen elektronisch als E-Mail transportiert wird, muss eben genauso behandelt werden wie ein Stück Papierdokument. Nur letztlich behandelt werden im Sinne von der Archivierung natürlich anders, weil es sich um ein digitales Dokument handelt. Und die Handhabung ist ansonsten die gleiche. Wir müssen also Handelsbriefe, die wir elektronisch gesendet haben oder empfangen haben, 6 Jahre aufheben. Das ist also eine der großen Rechtssäulen, auf der Basis wir mit dem Thema E-Mail-Archivierung zu tun haben. Auf der anderen Seite gibt es das Steuerrecht, die Abgabenordnung. Und hier ist es auch so, dass auch hier wiederum eine Reihe von Dingen, von Dokumenten und Informationsarten sozusagen definiert sind, die wir archivieren müssen. Das Handelsrecht ist etwas weitschweifiger als das Steuerrecht ist, Entschuldigung, etwas weitschweifiger als das Handelsrecht. Hier werden also noch weitere Dokumentarten, zum Beispiel Reisekostenabrechnungen, Kalkulationsunterlagen und so weiter definiert, die ebenfalls zu archivieren sind. Und es ist in der Situation so, dass wir hier eine Aufbewahrungsfrist von bis zu 10 Jahren haben und letztlich eben halt das Steuergesetz und die Abgabenordnung, die steuerrechtliche Seite eben einen etwas umfangreicheren Blick auf die Dokumente hat, die zu archivieren sind.
Am Ende, und das macht die Sache jetzt sehr, sehr spannend, sagt der Gesetzgeber, es ist alles das zu archivieren, was für die Besteuerung des Unternehmens von Bedeutung sein könnte. Das heißt also, in dem Moment, wo wir etwas archivieren, wo wir etwas mit steuerrechtlichen Dingen zu tun haben, Rechnungen, Kalkulationsunterlagen und Ähnliches, müssen diese Dinge also tatsächlich für einen Zeitraum von 10 Jahren archiviert werden, digital. Und auch andere Dinge, die sich vielleicht nicht unmittelbar als steuerrechtlich relevant darstellen, die wir vielleicht nicht als solche vermuten, sollten entsprechenderweise im Auge behalten werden, dass wir sie archivieren, denn dann, wenn wir hier tatsächlich nach Steuerrecht richtig archivieren, müssen wir also möglicherweise viel, viel mehr Dinge archivieren, als wir im ersten Atemzuge glauben. Und das heißt, wir raten dazu, eine systemgetriebene E-Mail-Archivierung zu machen, die letztendlich dann wirklich alles automatisch archiviert, damit man nicht in die Situation kommt, zu entscheiden, ja, muss ich das archivieren oder nicht? Vielleicht tun wir es nachher nicht und es fehlt etwas in der Dokumentation. Eine weitere Rechtsgrundlage, auf der Basis die Mailarchivierung stattfinden muss, ist seit dem 01.01.2015 die GOBD. Natürlich auch die GOB, die wir alle kennen, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und so weiter. Das Ganze jetzt zum Jahreswechsel, das, was alle kennen, abgelöst, nämlich GDPDU. Wir haben in der Vergangenheit ja die GDPDU gehabt, die definiert hat, wie wir mit digitalen Unterlagen umzugehen haben. Dieser ganze Rahmen ist durch die GOBD jetzt zum 01.01.2015 eben deutlich erweitert worden. Die GOBD hat jetzt auch, sagen wir mal, endlich eine der technischen Situation angemessene Sichtweise ins Rennen gebracht, dass hier also nicht nur so sehr vage Formulierungen formuliert, muss was archiviert werden, sondern sehr klare und strikte Vorgaben macht. Natürlich ist es so wie früher schon, dass wir digitale Unterlagen auch digital archivieren müssen, also eine Mail ausdrucken, macht naturgemäß keinen Sinn und auch so etwas in PDF-Form ablegen ist nicht das, was der Gesetzgeber möchte, weil es geht um die maschinelle Auswertbarkeit beziehungsweise natürlich auch um den Originalzustand von Dokumenten. Da denke ich zum Beispiel an Office-Dokumente, die jetzt im Fall von beispielsweise Excel-Tabellen ja auch Makros enthalten können. Und diese würden ja in einem PDF-Dokument quasi zerstört bzw. nicht wirksam sein. Das heißt also, die Mechanismen der zum Beispiel angehängten Dokumente muss natürlich erhalten bleiben. Das heißt, wir müssen also letztlich die E-Mails dann auch wirklich so archivieren, wie sie kamen. Ja, die GOBD hat jetzt an der Stelle eine sehr interessante Sache mit auf den Weg gebracht, nämlich das, was wir in der GDPDU nur sehr schwammig hatten, ist jetzt seit Anfang des Jahres klar und deutlich definiert. Es geht bei der E-Mail-Archivierung nicht alleine um den Einsatz einer Software oder Hardware oder einer technischen Lösung, die zum Archivieren der E-Mails geeignet ist, sondern es geht darum, dass Gesamtwerk, die Komposition aus Hardware, Software und Organisation eben so zu gestalten, dass E-Mails vollständig und integer archiviert werden, wieder auffindbar sind und so weiter und so fort. Das bedeutet, um diesen Zustand zu erreichen, ist es nicht alleine ausreichend, eine E-Mail-Archivierungssoftware aus dem Regal zu nehmen, auf irgendeiner Hardware zu installieren, sondern es muss etwas Workware her. Also wir müssen im Prinzip eine Verfahrensdokumentation erstellen, die den Prozess der E-Mail-Archivierung beleuchtet. Hört sich spannend an, ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Es gibt dafür im Prinzip eine Reihe von Beispielvorlagen, die man verwenden kann. Und auf dieser Basis entsteht eben halt eine Dokumentation, die das erreicht, was der Gesetzgeber verlangt, nämlich die Prüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Gesamtverfahrens E-Mail-Archivierung. Ja, wenn wir uns also diese ganzen Rechtsgrundlagen, die uns jetzt als Unternehmer vergattern, anschauen, dann stellen wir fest, ja, wir haben den Zwang zur revisionssicheren und rechtskonformen Langzeitarchivierung, entsprechend den steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschriften. E-Mails müssen eben bestimmt
bestimmte Anforderungen in der Archivierung erfüllen und man kann am Ende subsumieren, es besteht außer jeder Frage die Notwendigkeit, etwas zu tun. Wir müssen als Unternehmen unsere E-Mails archivieren. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Jetzt stellt sich natürlich eine Frage, wenn es jetzt so eine Handlungsnotwendigkeit gibt, ich sage mal so, handeln Sie gerne, nur weil Sie vom Gesetzgeber gezwungen werden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, tue das eher ungerne und ich sage mir dann, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Wenn also hier der Schatten ist, dass wir als Unternehmen etwas tun müssen, dann muss es ja auf der anderen Seite eine Lichtseite der Medaille geben. Und da habe ich mal überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn man das einerseits das Verlangte umsetzen, aber gleichzeitig auf der anderen Seite die Effizienz im Unternehmen steigern würde. Und wie das gelingen kann, das wollen wir uns mal anschauen. Wir wagen mal einen Blick über den Tellerrand. Ich habe hier mal so aufgeschrieben, wie in unserer Praxis, die wir so täglich erleben, Menschen mit E-Mails umgehen, die geschäftsrelevant sind. Da werden halt Mails im Unterordner verschoben, da werden Mails abgelegt, aber zusätzlich ausgedruckt, weil man möchte das ja gerne auch mal einem Kollegen geben, statt es vorzuwarnen oder ähnliches. Da werden halt einfach Mails im Posteingang liegen gelassen oder sie werden halt auf Papier gedruckt und die E-Mail wird gelöscht oder letztlich automatisch archiviert oder ähnliches. Am Ende gibt es also, man kennt das, eine Vielzahl von Dingen, wie Menschen eben halt mit elektronischer Kommunikation umgehen. Aber am Ende des Tages hilft eigentlich nur wirklich eines, diese E-Mails im Archiv auch tatsächlich archivieren, weil alles andere, was nicht in einem E-Mail-Archivsystem abgelegt ist, sind E-Mails, die letztlich nicht vor Kompromittierung geschützt sind. Das heißt also, ein Ordner, den ich Archiv nenne, unter meinem Posteingang, ist kein elektronisches Mail-Archiv. Da kann ich zwar E-Mails sammeln, das hat aber nichts mit der revisionssicheren und auch prüfbaren E-Mail-Archivierung zu tun. Ja, und was hat nun dieses Thema überhaupt mit Airbag zu tun? Ja, ich denke eine ganze Menge, denn wir wissen alle, E-Mail-Kommunikation ist effizient. Das ist eigentlich das, was wir immer schon wollten, schnell und einfach kommunizieren. Das bietet eben halt für alle möglichen Details des Tages Möglichkeiten, unmittelbar, schnell, schriftlich und preiswert zu kommunizieren. Ohne großen Aufwand erreicht man jeweils seinen direkten Kommunikationspartner. Und das zieht natürlich dann eine Reihe von Fragen nach sich, was das Thema des Handlings, der Mails und so weiter angeht. Das wollen wir uns im Fortlaufenden dann anschauen. Ja, auf der einen Seite ist also E-Mail ein tolles Instrument, weil es uns hilft, schnell und einfach zu kommunizieren. Aber auch hier gibt es etwas Schatten auf der Seite der Medaille, auf der anderen, nämlich das E-Mail-Aufkommen steigt ja, das merken wir alle jeden Tag, unaufhörlich. Und es ist auch eine echte Herausforderung zu sagen, Mails so abzulegen, dass man sie nachher wiederfindet. Das ist natürlich einerseits ein hoher unproduktiver Zeitaufwand und das ist eine Menge manuelles Sortieren von Mails. Wenn ich mal so meine tägliche Praxis anschaue, wie ich sie vor einigen Jahren noch ausgeübt habe, dann war das so, man hat sich für Projekte, für Kunden, für alles Mögliche an Themen Ordner angelegt, Mails da reingeschoben und am Ende festgestellt, finden tut man sie doch nicht wieder, weil irgendwann ist die Wust an E-Mails dann doch zu groß und außerdem ist es einfach zeitaufwendig, E-Mails immer einzusortieren. Und dieser ganze Aufwand ist eben halt nicht unerheblich groß. Die Mailmengen werden größer, das Durchsuchen wird immer schwieriger. Die Suchmöglichkeiten sind oftmals ineffizient, weil nicht innerhalb von E-Mails gesucht wird und auch schon gar nicht innerhalb von Attachments. Und letzten Endes, wenn ich dann Mails einmal irgendwo abgelegt habe, kann es ja auch schnell passieren, dass Kollegen meine Ordnerlogik und meine Ablagestruktur gar nicht nachvollziehen können und so letztendlich gar nicht die Mail wiederfinden, die eigentlich mal für sie dann in der Ablage der Abteilung Einkauf zum Beispiel gedacht war. Ja, und wenn man das so schaut, dann muss man zusammenfassend sicherlich feststellen, es gibt einen hohen unproduktiven Zeitaufwand, nämlich für das Ablegen von E-Mails oder das Einsortieren in die Ablage und vor allen Dingen auch für das Suchen. Und wenn ich da schreibe unproduktiv, dann kann man sich an drei Fingern ausrechnen, dass das nicht nur irgendwie Zeitaufwand ist, sondern dass das im Grunde auch Geld kostet. Geld für unnütze Arbeit, die am Ende nicht wirklich dem Unternehmen weiterhilft.
Ja, und schaut man dann weiter, hat das natürlich noch weitere Konsequenzen und Folgen. Zum Beispiel natürlich schlechte Servicequalität im Sinne von, ja, ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich die Mail gerade nicht finde. Das ist ja eigentlich anachronistisch in Zeiten, wo wir PCs haben mit einer gigantischen Rechenleistung und nicht in der Lage sind, E-Mails mal eben zu finden, so wie Webseiten bei Google zum Beispiel. Natürlich färbt sowas auch ab auf die Mitarbeiterzufriedenheit, weil irgendwo ja jeder täglich Zeit verbrennt mit Dingen, die einfach nur ja, nerven irgendwann, die keinen wirklich weiterbringen. Letztlich führt das alles nicht zu Kundenorientierung. Das führt auch nicht wirklich zu motivierten Mitarbeitern. Und da kann man sich wirklich die Frage stellen, kann man die Effizienz dort steigern? Und ich sage ganz klar, ja, das geht. Denn das wir hier erleben, Unternehmenseffizienz 2015, das ja, gehört eigentlich nicht in diese Welt von 2015. Leider ist es aber immer noch gängige Praxis. Hier betitelt mit Kollege Müller sucht verzweifelt eine E-Mail. Ja, was kann man nun tun, um letztlich ja, schneller an seine Informationen heranzukommen? Dafür gibt es E-Mail-Archivierungslösungen oder sagen wir es andersherum. Wenn ich eine E-Mail-Archivierungslösung anschaffe, dann sollte ich darauf achten, dass ich nicht nur das erfülle, was der Gesetzgeber von mir verlangt, sondern das Nutzenpotenzial auch gleich mitnehme, was ich mir dort einkaufen kann. Denn wenn ich alle E-Mails archiviert habe, dann macht es im Grunde doch Sinn, wenn das erstens vollautomatisch passiert. Kein Anwender muss mehr arbeiten durch die Einführung von Mail-Archivierung. Im Gegenteil, ich kann jeden Mitarbeiter entlasten. Der muss nicht mehr seine E-Mails irgendwo einsortieren, sondern kann ganz einfach die Mail aus dem Posteingang löschen, weil sie automatisch archiviert wurde. Er muss sich gar nicht mehr um die Ablage kümmern. Natürlich sind in einem solchen zentralen Mailarchiv alle E-Mails sicher aufbewahrt, und zwar so, wie der Gesetzgeber es erwartet. Und vor allen Dingen werden sie findbar gemacht. Das heißt, wenn ich also einen zentralen Datentopf für meine E-Mails habe, warum soll ich dann nicht auch hingehen und alle E-Mails bei der Archivierung zum Beispiel im Volltext indexieren, sodass ich sagen kann, immer dann, wenn ich eine Mail suche, muss ich nicht mehr wissen, wo sie liegt. Ich muss nur noch wissen, was in der Mail einmal drin gestanden hat. So kann ich dann auch sehr schnell E-Mails finden, in denen zum Beispiel der Vertragsentwurf Meyer betitelt war. Und wenn dieser Begriff Vertragsentwurf Meyer zum Beispiel nur in der angehängten PDF-Datei war, ich glaube, da stimmen Sie mir alle zu, werden wir ein Riesenproblem haben, so eine Mail in einem Programm wie Outlook zu finden zum Beispiel oder einen klassischen Mail-Client in einem E-Mail-Archiv, wo alles Volltext indexiert vorliegt, geht das damit sehr, sehr schnell. Das heißt also, wir können mit E-Mail-Archivierung dafür sorgen, dass jedem Anwender täglich eine Menge Zeit gespart wird, weil er sich nicht mehr um das Einsortieren von E-Mails in die Ablage kümmern muss und weil er beim Suchen nach E-Mails nicht mehr wissen muss, wo sie liegt, sondern er muss nur noch wissen, was drin war. Der Rest läuft dann sozusagen so wie bei Google. Natürlich sollte eine solche Mail-Archivierung intuitiv bedienbar sein, damit sie auch jeder Anwender versteht und einfach anwenden kann. Und sie sollte natürlich auch in IT-Umgebungen integrierbar sein, damit man letztlich auch irgendwo die Möglichkeit hat, in seiner Infrastruktur mit dieser Software zu arbeiten. Und was ebenfalls wünschenswert ist, ist, wenn solche Anwendungen in fremde Systeme, in fremde Anwendungen integrierbar sind. Ich denke da an Dinge wie zum Beispiel Warenwirtschaftssysteme, CRM und Ähnliches. Und dazu werden wir im Folgenden auch noch ein Beispiel sehen. Ja, was ändert sich denn konkret, wenn wir eine E-Mail-Archivierungslösung einsetzen, die die vorangegangenen Punkte erfüllt? Zunächst einmal muss kein Anwender etwas an seiner Arbeitsweise verändern. Ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, weil wir alle kennen das. Veränderungsprozesse im Unternehmen wirbeln Staub auf. Alles, was neu ist, ist erst einmal schwierig, wird gerne mal als, ja, muss ich das jetzt wirklich machen, begriffen und ähnliches. Wenn man aber hier sagt, das Ganze, was jetzt neu kommt, kriegt der Anwender nicht mit, weil die E-Mails automatisch archiviert werden, ohne das Zutun des Anwenders. Dann heißt das für den Anwender, er kann seine Arbeitsweise verändern. Er kann sich die Zeit sparen, seine E-Mails abzulegen. Er kann seine Zeit sparen, die E-Mails mühsam zu suchen. Er muss es aber nicht.
Und letztlich kann entsprechend natürlich jeder Anwender von diesen Effizienzvorteilen profitieren. Das heißt also jeden Tag sehr viel Zeit sparen beim Ablegen und beim Suchen der E-Mails. Ja, E-Mail-Archivierung bietet letztlich noch einigen Zusatznutzen für alle Anwender. Das heißt, es gibt erstmal keinen neuen oder zusätzlichen Aufwand für die Anwender. Im Gegenteil. Ich muss meine E-Mails auch nicht mehr in meinem Mail- oder Groupware-System also ablegen, archivieren oder ähnliches. Das spart natürlich teure Ressourcen. So ein Mail-Archiv, was im Prinzip eigentlich so eine Art Datensenke ist, muss ja nicht gleich so einen Rennwagen von Server haben wie vielleicht ein Mail-System, auf dem ständig viele Leute arbeiten. Das heißt also, ich spare und schone meine Ressourcen im Sinne von Leistung und Platzbedarf des Servers. Die Ablage erfolgt auch zentral in einem revisionssicheren Archiv und nicht mehr flüchtig in Anwender-Mailboxen, wo jeder Anwender nach seinem Gusto auch Mails löschen könnte und ähnliches. Natürlich ist auch die Gefahr von ungewolltem Informationsabfluss dadurch stark gemindert. Und vor allen Dingen ist auch ein wichtiges Thema da, dass E-Mails schnell wiederhergestellt werden können, weil jeder Anwender kann im Mail-Archiv nach seinen E-Mails suchen. Das Thema Tür auf, Kollege Karl, lieber Admin, ich habe da mal ein Problem, ich habe mal gerade eine wichtige Mail gelöscht, kannst du die mal aus der Datensicherung restaurieren, gehört damit auch der Vergangenheit an. Das heißt, jeder Anwender hat die Möglichkeit, seine E-Mails aus seinem Archiv wieder herauszuholen, in Sekunden. Ja, um das Ganze mal ein bisschen praxisnah zu gestalten oder eben plakativ, hier mal ein Fallbeispiel, wie E-Mail-Archivierung mit Benno Mail-Archiv aussehen kann. Wir haben mit Benno Mail-Archiv eine Software, die zum Beispiel über eine Vielzahl von offenen Schnittstellen verfügt. Das heißt also, es ist im Grunde egal, welche E-Mail-Infrastruktur, welchen Mail- oder Groupware-Server ein Anwenderunternehmen einsetzt. Benno Mail-Archiv ist so offen, hat so viel Schnittstellen, dass wir entsprechend diese Software an die bestehende E-Mail-Infrastruktur anbinden können. Es gibt darüber hinaus Schnittstellen zur Integration in Warenwirtschaftssysteme, CRM und Ähnliches. Dazu kommen wir gleich noch. Es bietet darüber hinaus eben auch für die IT-Administration sehr interessante Schnittstellen. Zum Beispiel die Schnittstelle, dass man durch eine neue Anwendung wie Benno Mail-Archiv nicht automatisch noch wieder eine weitere Benutzerdatenbank pflegen muss, sondern die Benutzer, die man eh schon hat, die häufig ja in Microsoft Active Directory oder in LDAP-Systemen verwaltet werden, entsprechenderweise dann nutzen kann, um die Benutzerauthentifizierung, wer darf ins Archiv und wer darf im Archiv was, über die entsprechenden bestehenden Systeme abbilden kann. Ja, Integration ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt zum Beispiel eine Integration von Benno Mail-Archiv in die Linux-Distribution Univention Corporate Server. Das bedeutet, dass man dort auf dem UCS-System mit wenigen Mausklicks Benno installieren kann und automatisch das ganze System in die Administrationsoberfläche des Univention Corporate Server integriert ist. Das heißt, ich habe zwar jetzt mehr Software, aber immer noch alles unter einer zentralen Management-Oberfläche unter Verwaltung, unter Administration. Ein ebenfalls sehr plakatives Beispiel für eine sehr interessante Integration ist die Einbindung von Benno Mail-Archiv dahin, wo man es erwartet, nämlich in eine Web-Oberfläche einer Groupware, hier ganz konkret in die e-Groupware. Das heißt also, ein Anwender, der sich per Internetbrowser in seine e-Groupware einloggt, ob die jetzt gehostet ist oder lokal im Unternehmen betrieben wird, ist vollkommen egal. Wer jetzt Benno Mail-Archiv nutzt, hat in seinem e-Groupware-Postfach, in dem Portal, in dem er alle Funktionen, die mit E-Mail-Kalendern und so weiter zu tun hat, auch sein Mail-Archiv. Das heißt wirklich alle Informationen an einer zentralen Stelle. Ja, was auch noch ganz interessant ist, die Integration in fremde Systeme, wie hier eine Warenwirtschaft. Diese Warenwirtschaft, Konzept ERP, ist eine Open-Source-Software und dort hat sich der damalige Chefentwickler überlegt, naja, wie wäre das eigentlich, wenn man dort, wo man ohnehin gerade den Auftrag eines Kunden bearbeitet, auch gleich dessen E-Mails finden könnte, ohne extra aus der Warenwirtschaft herauszugehen
und in einer extra Benutzeroberfläche nach E-Mails zu suchen. Also hier ist jetzt Venmo Mail Archiv so integriert, dass der Anwender mit den Werkzeugen des Concept ERP-Systems nach E-Mails suchen kann. Das heißt, die Oberfläche ist jetzt die des Warenwirtschaftssystems. Und der Anwender merkt gar nicht, dass die E-Mails, die er sucht, nicht aus dem ERP-System kommen, sondern tatsächlich aus dem Venmo Mail Archiv. Ja, Venmo Mail Archiv macht natürlich auch die Suche zu einem ja, wirklich einfachen Unterfangen. Ich hatte ja schon erwähnt, wenn man E-Mails sucht, sollte man nicht mehr wissen müssen, wo die Mail liegt, sondern es ist im Prinzip nur noch wichtig zu wissen, was ist in der Mail drin. So die gleiche Logik, die man bei einer Google-Recherche ja auch anwenden würde. So kann man zum Beispiel in diesem Mailarchiv dann suchen nach allen möglichen Volltextinformationen. Das können also Kombinationen von Wörtern sein, von Wortsequenzen. Natürlich Absender, Empfänger, Betreffzeile, Zeiträume und so weiter. Das können dann aber auch Mailheader sein. Wenn man jetzt also aus irgendwelchen Gründen ganz konkret sucht, welche Mail ist über welchen Mailserver gelaufen oder ähnliches, könnte man auch solche technischen Parameter verwenden, um danach entsprechend zu suchen. Etwas interessanter dürfte für das alltägliche Leben sein die Fuzzy-Suche zum Beispiel. Das heißt, wenn ich so einen Namen suche, jetzt Meier mal so als Beispiel, von dem jetzt keiner so richtig weiß, wie schreibt sich der eigentlich, ja, dann bricht natürlich, sage ich mal, normalerweise der Schweiß auf der Stirn aus, weil man nicht so richtig weiß, habe ich jetzt alle Mails von Meier gefunden oder nicht. Aber über die Fuzzy-Suche gibt es dann die Möglichkeit, eben phonetisch nach Meier zu suchen. Das ist gerade egal, wie er geschrieben wird. Und ja, derlei Möglichkeiten im Archiv zu suchen, also mit Gewichtung von Suchbegriffen und Wortdistanzen und so weiter, kann man also noch einiges mehr machen. Wer das vertiefen möchte, findet auf der Webseite zum Produkt auch entsprechenderweise Hinweise, welche Möglichkeiten Venmo Mail Archiv da noch anbietet. Ja, E-Mails finden in Sekunden, das ist der Anspruch von Venmo Mail Archiv. Ich habe hier so ein paar Praxisdaten mal mitgebracht. Wenn man jetzt mal hier schaut, hier gibt es ein Anwenderunternehmen mit 350 Anwendern, 350 Mailboxen. Dort sind circa 1,4 Millionen E-Mails archiviert. Wenn man da jetzt nach einem Begriff in die Stylight suchen würde, würde das unter 2 Sekunden dauern. Beispielsweise auch dann, wenn 19.000 Treffer aus diesen 1,4 Millionen Mails gesucht werden. Oder ein anderes Beispiel, man würde mehrere Kriterien verbinden, zum Beispiel alle Mails mit dem Begriff Stylight, die ein gewisser Herr Becker zum Beispiel mal verschickt hat oder die irgendwo aus einem Datumsbereich Mai 2005 kommen oder ähnliches, würde das dann entsprechenderweise immer noch unter 3 Sekunden gehen. Das Ganze abgebildet auf handelsüblicher Server-Hardware. Und ich glaube, ein durchaus interessanter Aspekt, wenn es um die Geschwindigkeit des Suchens geht. Ja, und wenn man diese Geschwindigkeit des Suchens mal in das tägliche Leben überträgt, dann wird es wirklich interessant. Also ich hatte ja am Eingang der Ausführungen schon erwähnt, wir haben ja ein Problem mit dem Ablegen und Suchen von E-Mails. Und das tägliche Sortieren und Ablegen von Mails in einem Unternehmen mit 50 Anwendern, von denen wir mal annehmen, dass nur 25 Leute, also 25 Anwender konkret, jeden Tag nur 5 Minuten brauchen würden, um ihre E-Mails so zu sortieren und abzulegen, dass sie sie hoffentlich irgendwann wiederfinden, dann beläuft sich das irgendwo auf dann 125 Minuten tägliche Arbeitszeit. Das sind also rund 2 Stunden, die dann pro Tag insgesamt über alle Mitarbeiter gerechnet dort zusammenkommen. Und wenn man das hochrechnet auf 20 Arbeitstage, dann sind das irgendwo 42 Zeitstunden im Monat. Und das kann man natürlich auch mit Zahlen bewerten. Wenn ich 42 Stunden habe und ich würde mal einen sicherlich sehr niedrig angesetzten internen Verrechnungssatz von 30 € pro Stunde ansetzen, dann summiert sich das auf 1.250 € pro Monat oder sogar circa 15.000 € pro Jahr. Ja, und wo dann das Ablegen der Mails ist, ist ja das Suchen noch nicht erschlagen.
Unserer Erfahrung nach sind die Daten etwas zu niedrig gegriffen. Also jeder kriegt ja pro Tag so um die 100, 150 E-Mails, ist unser Erfahrungswert. Und naja, wenn man das jetzt aber mal von der Suchseite her betrachtet, sieht die Welt auch nicht viel besser aus. Wir haben hier mal angenommen, dass von diesen 50 Anwendern täglich 80%, also 40 Leute, nach E-Mails suchen. Und wir wissen alle aus unserer Erfahrung, lässt sich das auch bestätigen, dass das Suchen nach E-Mails oder nach Informationen allgemein, naja, wirklich schon mal ein Zeitfresser ist. Wir haben hier mal einen Mittelwert von 8 Minuten angenommen. Bei 40 Leuten kommen wir dann entsprechenderweise auf Zahlen von roundabout 107 Stunden, 107 Stunden Zeit monatlich, die gebraucht wird, um letztendlich die richtige Information zu suchen. Und wenn man das mit den 30 Euro internen Verrechnungssatz mal bewertet, dann komme ich hier so auf haarsträubende Zahlen von 3.000 Euro pro Monat oder fast 40.000 Euro pro Jahr. Plus das, was ich fürs Ablegen brauche, fürs Einsortieren. Ja, und wenn man das zusammenfasst, pro Monat ablegen und suchen, beläuft sich das irgendwo auf etwa 4.500 Euro. Und wenn man dann ein E-Mail-Archiv wie Benno zum Beispiel über UCS Live von Stylight einbindet, dann kostet so etwas wenige Euro pro Mitarbeiter und Monat. Das heißt, das amortisiert sich wirklich in aller kürzester Zeit. Jetzt kommen sicherlich Fragen auf, was mag das kosten? Herr Becker hat zum Schluss der Präsentation da noch ein paar Zahlen beziehungsweise auch ein Angebot, das wir dann gleich auch noch kurz anreißen werden. Ja, warum lohnt sich zusammengefasst Benno Mail Archiv? Ja, aus Sicht der Geschäftsleitung ganz klar, es steigert die Effizienz und das erheblich, denn es spart jede Menge Zeit und damit Kosten. Gesetzliche Anforderungen, die wir einhalten müssen, werden, wenn man es richtig und sauber implementiert, natürlich erfüllt. Und es verbessert die Arbeitsfähigkeit und Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter. Aus EDV-Sicht oder aus Sicht der IT-Administration ist die Lösung sehr einfach zu implementieren und sie ist vor allen Dingen auch eben einfach integrierbar durch offene Schnittstellen. Und für den Anwender ist Benno Mail Archiv eine tolle Lösung, weil sie eine intuitive Bedienung und schnelles Finden von Informationen bietet. Insofern kann ich da nur sagen, mehr Effizienz geht immer. Womit wir dann zum Thema kommen, testen Sie Benno Mail Archiv einfach selbst. Stylight betreibt mit UCS Live eine wunderbare Rechenzentrumsplattform, die Ihnen online sozusagen übers Internet zur Verfügung steht. Dort gibt es ein Business-Paket, das entsprechenderweise ganz hervorragend für Anforderungen des Mittelstands geeignet ist. Und weiteres dazu wird Ihnen jetzt der Herr Becker erzählen. Erstmal vielen, vielen Dank, Herr Licher, für den tollen Vortrag. Wie geht es Ihnen denn? Sind Sie noch dabei? Hat der Input Ihnen viel weitergeholfen? War das heute eine sehr interessante Präsentation? Geben Sie mir doch kurz mal ein Feedback in das Chat rein. Sind Sie noch da? Leben Sie noch? Wer hat davon profitiert heute? Für wen sind heute neue Fragen entstanden? Oder für wen war das Ganze vielleicht noch gar nicht so interessant oder hat es vorher nicht so auf dem Schirm gehabt? Da würde ich mal interessieren, wie sehen Sie das Thema Mailarchiv? Und es sind auch sehr, sehr viele Fragen zusammengekommen. Ich denke, wir sollten auch nochmal auf diese ganzen Fragen nochmal eingehen. Also Auf jeden gerade Fall. der Herr Schmidt hat zum Beispiel geschrieben, was ist der Unterschied zwischen der Archivie, also Sie haben Volltextindizierung in Thunderbird oder einem Mailarchivsystem? Vielleicht können Sie da nochmal eingehen, Da kann ich Herr gerne drauf Licher. eingehen. Also ich setze selber jeden Tag Thunderbird ein für meine tägliche Arbeit. Ich kenne die Suchfunktion von Thunderbird, deswegen nutze ich sie nie. Ganz einfach gesagt, weil sie taucht einfach gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob die wirklich Volltext indexiert. Beim Benno Mail Archiv ist es tatsächlich so, dass dort das gesamte E-Mail-Werk inklusive Attachment zerlegt wird und ein wirklicher Volltextindex erstellt wird, der es erlaubt, jede Mail tatsächlich in Sekunden zu finden, während das Graben in Thunderbird in meiner Wahrnehmung immer noch irgendwo nicht wirklich, also nach meinem Empfinden jedenfalls nicht wirklich volltextbasiert ist und vor allen Dingen ordnerweise, also quasi iterativ und rekursiv stattfindet, während wir mit Benno Mail Archiv aus der Vogelperspektive jede Mail sofort im Zugriff haben. Okay, ist die Frage für Sie beantwortet, Herr Schmidt? Bedingt, okay.
Dann gehen wir da noch Okay, mal siehst du kurz das oben drauf da? ein. Thunderbird macht Volltext und auch wenn es nicht perfekt ist, habe ich sehr gute Filtermöglichkeiten. Bitte nicht mit dem Schnellfilter verwechseln. Ja, ich kenne, also den Schnellfilter nutze ich häufiger, die normale Suche von Thunderbird nutze ich gar nicht. Finde ich sehr unübersichtlich, das ist meine persönliche Meinung, finde ich sehr unübersichtlich. Und am Ende, na, es ist auch eine Situation, die ja an Thunderbird gebunden ist. Alle Menschen, die mit zum Beispiel Outlook arbeiten, haben diese Möglichkeiten da nicht. Insofern mag das ein oder andere in Thunderbird für den einen oder anderen auch geeignet sein. Es gibt ja Gott sei Dank auch noch mehr Mail-Programme als nur Thunderbird. Insofern haben wir eigentlich den universellen Schlüssel. Das heißt, es ist ja im Grunde egal, ob der Anwender da jetzt Outlook hat, ein Exchange, ein eCouPia oder eine andere Mail-Lösung. Das ist dann von daher über das Mail-Archiv universell dann eben nutzbar, die Suche zum Beispiel. Können Sie nochmal darauf eingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail geschrieben habe oder eine E-Mail bekommen habe und ich wusste, da war jemand, der hat ein PDF, hat mir ein PDF geschrieben, wo finde ich denn diese Informationen? Also bedeutet es, dass nicht nur die E-Mails archiviert werden, sondern auch das Thema, was passiert mit den Anhängen? Ich habe vielleicht eine Excel-Tabelle oder eine Word-Datei. Also in welchen Formaten kann ich denn dort suchen? Weil ich finde, das ist was auch sehr, sehr interessant ist, wie weit wird das indiziert, weil die wichtigen Informationen aus meiner Erfahrung sind meistens in den Anhängen und gar nicht so sehr in der Mail. Ganz genau. Also wir unterstützen mit Benno Mail Archiv die Volltextindexierung von circa 1200 verschiedenen Dokumentformaten. Das heißt also alle Office-Formate, Microsoft Office bis 2000, was weiß ich, haben wir jetzt 2012 oder 13, ist die neueste. Das ist also Office Open XML. Wir unterstützen das ODT-Format, also Open Document von LibreOffice. Alle weiteren Office-Formate, das geht dann über, naja, natürlich ZIP-Dateien, HTML, PDF. Das heißt also 1200 unterschiedliche Attachment-Typen können wir analysieren und daraus den Text extrahieren und damit eben suchbar machen. Und bei ZIP-Dateien ist es dann so zum Beispiel, dass wir ZIP-Dateien auspacken. Das heißt, wenn also in ZIP-Dateien beispielsweise eine ZIP-Datei enthalten ist, in der noch eine ZIP-Datei enthalten ist, also dreimal verzippt, dann können wir das dreimal nacheinander auspacken. Und wenn da drin ein Verzeichnis mit fünf Dateien ist, dann werden diese fünf Dateien tatsächlich Volltext indexiert, sodass wir da jetzt also sehr umfänglich dann auch wirklich alles, was in der Mail drin war, auch wirklich suchen können. Mit Wirkung 2016, im Frühjahr 2016, werden wir dann noch eine Version herausbringen, in der OCR ein Thema ist. Wir erleben immer mehr Kunden, die auch mal Belege archivieren oder die auch eingescannte Informationen, wie elektronische Faxe zum Beispiel, dann gerne mal suchen möchten im Archiv. Und das werden wir dann im kommenden Jahr, im Frühjahr, durch die Version dann ergänzen, in der OCR ein Thema sein wird. Das ist mittlerweile sogar durchgetestet und funktioniert auch schon sehr schön. Wir werden es im kommenden Frühjahr dann freigeben. Und zum Thema der Formate. Es ist also so, dass die E-Mail, die ja transportiert wird im Internet, quasi so embedded die oder das Attachment hat. Und dieser Klumpen E-Mail, also es ist ja, sagen wir mal, kein Binärklumpen, sondern eine Reihe von kodierten Zeichen und Zeilen. Dieses Paket E-Mail wird so, wie es aus dem Internet kommt, so wie es der Mail-Server nativ übers Internet transportiert, archiviert und entsprechenderweise damit auch tatsächlich wieder lesbar gemacht. Das heißt also auch eine Anforderung des Gesetzgebers zu sagen, ja, wir möchten die Original-E-Mail wiedersehen können. Das können wir mit Benno Mail Archiv natürlich erfüllen, da wir die Mail ja auch im Originalformat archivieren, abspeichern und dementsprechenderweise dann wieder zur Ansicht bringen. Sehr, sehr schön. Ich habe noch eine andere Frage. Die waren auch noch sehr interessant. Das war von dem Felix Meyer. Da hat auch der Herr Benjamin Helfmann geschrieben, dass es ihn auch interessiert. Da ist die Frage, wie weit gibt es Schwierigkeiten bei der Betriebsführung, wenn man kein Archiv hat? Oder gibt es Bußgelder? Kennen Sie den Fall oder wie kennen Sie den Katalog? Ich habe kein Archiv. Bedeutet das für mich, kann ich Schwierigkeiten bekommen? Muss ich 4 € zahlen? Muss ich 50 € zahlen? Haben Sie da Erfahrungswerte? Ja, wir haben da durchaus aus verschiedensten Kanälen Erfahrungswerte. Also was wir also sicher sagen können, ist, es hängt
ab vom Finanzamt. Also wir haben mit Leuten diskutiert, die tatsächlich gesagt haben, was hier bei Ihnen im Hause Sache ist, das entscheiden wir als Ihr zuständiges Finanzamt. Das ist jetzt mal der spezifische Teil, der allgemeine Teil, der generell da eine Rolle spielt, ist der, ja, Sie stehen gewissermaßen, wenn Sie keine E-Mail-Archivierung haben, also Ihrer E-Mail-Archivierungspflicht nicht nachkommen, in der Situation, dass Sie Ihre buchhalterischen Obliegenheiten nicht erfüllen. Wenn das Finanzamt jetzt kommt und da anfängt scharf zu schießen, dann wird es nach unserer Erfahrung im ersten Schritt nicht so sein, dass man dort gleich ein Zwangs- oder ein Bußgeld verhängt. Die Bußgelder können bis nach meinem Kenntnisstand 250.000 Euro ausfallen. Aber es wird in der Praxis, das ist unsere Erfahrung, zunächst einmal so sein, dass man sagen wird, aha, hier sind buchhalterische Pflichten nicht eingehalten. Es gibt eine Rüge mit einer Fristsetzung. Sie haben also dann die Möglichkeit, spätestens bis zum Datum XY Ihren Pflichten nachzukommen. Das heißt, dass dann also ab einem Zeitpunkt, der dann da festgesetzt ist, die Archivierung in der angemessenen Form erfolgen muss. Und wenn Sie dann immer noch sagen, na, das ist mir gerade wurscht, was der da will, naja gut, dann glaube ich, wird das Finanzamt das tun, was es gerne tut oder was man unterstellen darf, was es gerne tut, nämlich Geld einsammeln. Und naja, wir kennen die fiskalische Haushaltslage. Man darf sicherlich erwarten, dass das am Ende des Tages auch umgesetzt wird. Oder um es anders zu sagen, wir haben auch Quellen zu Finanzbehörden und es gibt so da ganz klare Indizien, die dafür sprechen, dass der Gesetzgeber diese Dinge, die er jetzt jahrelang mehr oder weniger lapidar gehandhabt hat, zunehmend ernster betrachtet. Also das heißt, die Fessel um den Hals oder die Schnur um den Hals wird enger zugezogen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich gucke mal die nächste Frage an. Ich habe gesehen, der Herr Kaulich hatte noch eine Frage, da ging es um die rechtliche Archivierung von privaten Mails. Das deckt sich auch sehr mit der Frage von dem Herrn Meyer. Was passiert eigentlich, wenn man private E-Mails in das Archiv übernimmt und der Mitarbeiter das Unternehmen dann verlässt? Dürfen die überhaupt archiviert werden? Und da habe ich eine ähnliche Frage in dem Zusammenhang. Was passiert eigentlich, wenn ich Bewerbungsunterlagen habe? Das sind ja eigentlich private Informationen oder persönliche Daten. Können Sie da vielleicht mal genaueres dazu sagen? Was passiert mit dem Archiv oder wie ist das möglich? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was dort angesprochen wird. Danke für diese Fragen. Es ist so, dass man E-Mail-Archivierung tunlichst nicht einfach so einführen sollte, nach dem Motto, hurra, Archiv her, läuft jetzt. Sondern es ist ausgesprochen wichtig, dass man im Zuge von E-Mail-Archivierung Regelungen schafft bezüglich der privaten Internetnutzung. Ob da jetzt einer surfen darf oder nicht, das ist mal einerlei. Aber private Internetnutzung bedeutet eben private Nutzung des E-Mail-Accounts der Firma. Denn in dem Moment, wo jemand nichts macht, also sagt, jeder kann hier mailen und was er dann macht, ist mir gerade wurscht, ist im Grunde in der ungewollten, oder man sollte sie zumindest nicht wollen, auch in der unschönen Situation, Telekommunikationsdienstleister gegenüber dem Mitarbeiter zu sein. Wenn der Mitarbeiter jetzt irgendwann das Unternehmen verlässt, aus welchen Gründen auch immer, und dann irgendwann sagt, ich hatte ein Postfach und ich durfte, weil nicht geregelt, dort privat E-Mails nutzen, das habe ich auch getan, und in meinem Postfach lagen noch, was weiß ich, 20 Stück, dann ist das mein Privateigentum. Da darf der Arbeitgeber nichts mitmachen, der darf da nicht mal reinschauen in diese E-Mails. Um dieser Situation, die ja auch spitz werden kann, wenn man jemanden mal freisetzt, wenn ein Mitarbeiter freigesetzt wird, zu umgehen, ist es also ganz zwingend erforderlich, dass man Regelungen schafft bezüglich privater Internetnutzung, also private E-Mails nicht über das Firmenkonto. Und ganz wichtig ist, dass man bei dieser Gelegenheit nicht nur eine Regelung schafft und sagt, ist ja jetzt alles geklärt und jetzt haben wir 5 Jahre Ruhe, sondern unbedingt stichpunktartig das Einhalten dieser Regelung kontrolliert und vor allen Dingen auch schriftlich protokolliert und dokumentiert. Weil wenn es dann darum geht, dass man sagt, ja, wir haben ja vor 5 Jahren da sowas eingeführt, und wenn der Mitarbeiter sich nicht daran hält, das ist nicht mein Problem als Arbeitgeber, dann sagt irgendwann der Richter oder wer auch immer, naja, liebe Leute, es ist im Grunde ganz einfach, wenn das nicht kontrolliert wird, ob es eingehalten wird, dann kommt es zu einer sogenannten betrieblichen Übung. Und damit ist es quasi wie nichtig, als wenn man gar keine Regelung hätte. Das ist also ein großer Fallstrick. Deswegen mein ganz
dedizierter Hinweis. Wer sich mit der Einführung von E-Mail-Archivierung beschäftigt, bitte grundsätzlich diese Randthemen berücksichtigen, nämlich Regelungen schaffen für die private Internetnutzung, für die private Mailnutzung. Und ein Wort noch ganz schnell zum Thema, was mache ich mit Bewerbungsunterlagen? Es gibt den begründeten Hinweis, dass man auf seiner Webseite ein Thema Datenschutz im Sinne einer Datenschutzerklärung veröffentlichen sollte. Denn also mein aktueller Stand an der Stelle, was Bewerbungsunterlagen angeht, ist der, wenn mir jemand ungewollt, von mir aus unaufgefordert, seine privaten Daten schickt, dann ist das zunächst mal schön, aber ich habe in der Tat ein Problem, wenn ich die Mails dann einfach ungefragt archiviere. Wenn ich aber sage, in meiner Datenschutzerklärung, alles Mögliche wird hier so und so gemacht und beachtet und außerdem, wer mir unaufgefordert E-Mails zusendet, muss damit rechnen oder damit leben, dass diese Daten dauerhaft revisionssicher archiviert werden. Wie man das im Detail aufstellt, das kann ein Datenschutzbeauftragter besser beantworten, das können auch Rechtsanwälte besser beantworten. Ich weiß, dass es in diese Richtung Lösungswege gibt, wie sich die konkret gestalten. Das müsste dann wirklich jeder im Einzelfall mit seinem Rechtsbeistand oder Datenschutzbeauftragten klären. Machbar soll es auf dem Wege auf jeden Fall sein. Wir haben bisher auch nichts Gegenteiliges erfahren in der Praxis. Dankeschön. Noch eine andere Frage, die kann ich auch beantworten. Da geht es um das Thema Mail-Funktion suchen, IQVS langsam, macht oftmals keinen Spaß, was der Unterschied ist durch ein Mail-Archiv. Grundsätzlich ist es technologisch eine ganz andere Situation, weil bei der Suche in IQVS wird direkt live auf den Mail-Server drauf zugegriffen. Bei der Suche im Benno-Mail-Archiv oder allgemein in einem Mail-Archivsystem werden die Daten abgelegt, indiziert und so mit speziellen Filtern ausgestattet, dass man ganz, ganz schnell darauf zugreifen kann. Und ist eine ganz, ganz andere Performance, als Sie das von jedem Mail-Client an der Stelle her kennen. Da ist noch eine andere Frage von Bernd Planer gekommen. Gelten die Vorschriften auch für Körperschaften und EVs? Das ist, ja, sagen wir mal, am ersten so zu beantworten, in dem Moment, wo ein EV gemeinnützig ist, dürfte die E-Mail-Archivierungspflicht entfallen. In dem Moment, wo der Verein nicht gemeinnützig tätig ist, wäre ich da sehr vorsichtig. Das müsste dann aber auch entsprechenderweise ein Steuerberater mal wirklich exakt qualifizieren. Also ich lehne mich da ungern aus dem Fenster, weil, wie gesagt, ich bin da standesrechtlich nicht in der Lage, das qualifiziert zu beurteilen. Egal, wie viel ich da weiß, ich kann eigentlich nur was Falsches sagen. Also insofern, das, was ich so davon von mir geben kann, ist eben das, dass es also da sicherlich Klärungsbedarf gibt im Einzelfall. Bei Ämtern und Behörden ist es ja eigentlich auch so, dass diese Einrichtungen als Amt agieren bzw. Amtsgeschäfte tätigen, die ja mit Geschäften im wirtschaftlichen Sinne eigentlich eher weniger zu tun haben. Auf der anderen Seite, und das macht die Sache dann wieder spannend, erleben wir bei uns ja auch in der Heimatstadtverwaltung, dass hier die Buchhaltung von Kameralistik auf Doppik, also auf normale Buchhaltungsmethoden umgestellt werden, wie wir sie in der Wirtschaft schon ewig haben. Beziehungsweise erleben wir ja auch, dass Behörden für bestimmte Dinge Rechnungen stellen mit Mehrwertsteuer. Und das sind natürlich dann Dinge, wo man sich schon fragen muss, ist das jetzt ein normaler Geschäftsvorfall oder nicht? Das wäre also mit dem Finanzamt oder dem Steuerberater im jeweiligen Fall dann auf jeden Fall abzustimmen. Dann eine weitere Frage, ging es um die Volltextsuche in gescannten Dateien, also OCR. Ich denke, da haben wir vorhin schon darüber gesprochen. Da hat Herr Licher was gesagt, dass im nächsten Jahr ja auch das Thema kommt, dass OCR Filterungsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise wenn ja auch diese gescannten Dokumente da sind. Aber ich denke, das war ja eigentlich schon soweit beantwortet. Wenn nicht, bitte nochmal reinschreiben, dann gehen wir nochmal genauer darauf ein. Dann war noch eine Frage von Herrn Wandre. Können Sie garantieren, dass alle Dateien der EU nicht verlassen? Das, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil es geht ja allgemein bei Benno Mail Archiv um das Thema, wo werden die Dateien archiviert? Und es ist ganz unabhängig von dem Mail-Archiv, weil die Frage ist, wo liegt der Mail-Server und wo liegt der Archivserver? Wenn Sie das Mail-System zum Beispiel bei sich in Ihrem Büro installieren, dann liegt es ja daran, wo Ihr Büro liegt und wer Zugriff auf die Dateien hat.
Wenn Sie jetzt eine Lösung bei uns im Starlet-Rechenzentrum ansprechen, dann ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Unsere Server stehen hier in Deutschland, das heißt, der Serverstandort ist Deutschland, das heißt, Ihre Daten verlassen natürlich nicht das Land, wenn Ihre Frage damit beantwortet ist. Dann kam die Frage, können Sie uns die Folien zur Verfügung stellen? Von meiner Seite aus sehr gerne. Ich denke, Herr Licher Selbstverständlich. muss sich ihn fragen, ob er damit einverstanden ist. Selbstverständlich. Selbstverständlich, dann würde ich vorschlagen, wir schicken im Anschluss an dieses Webinar, ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen oder ob wir es morgen machen, noch einmal die Aufnahme an alle. Da können Sie sich noch mal das anschauen. Und wir schicken auch noch mal die Dokumente mit einem Download-Link für Sie zur Verfügung, dass Sie sich die Dokumente anschauen können. So, jetzt kam noch mal eine Frage. Galten die Lokalen? Das haben wir auch gemacht. Konzept, okay, da ging UCS passend das Konzept, okay. Habe ich noch eine Frage übersehen? Wie integriert man das Produkt in die Produktabläufe? Vielleicht können Sie noch auf die Frage von dem Herrn Ruppel eingehen. Herr Liecher, wie integriert man da Ihr Produkt in die Produktionsabläufe? Okay, ja, hier in der Rechtsberatung denken in Akten, Papier- oder E-Akte. Das heißt, es gibt nur wenige Mails, die keiner Akte zugeordnet sind, inklusive mindestens 10 Jahre Aufbewahrung. Ja, mit den Produktionsabläufen ist das also ja, eine Sache, beziehungsweise mit der Aktensicht. Wir haben uns bei Benno-Mail-Archiv dafür entschieden, zunächst einmal eine Metasicht einzunehmen. Das heißt, alle Mails kommen in einen großen Haufen sozusagen. Wir können von oben aufgrund der Inhaltsinformationen darauf zugreifen. Wenn ich strukturierte Daten oder so sagen wir mal strukturierte Abläufe oder strukturierte Mails habe, dergestalt, dass ich zum Beispiel eine Vorgangsnummer, eine Kundennummer, eine Projektnummer, eine Auftragsnummer in meinen E-Mails habe, dann ist es natürlich ein leichtes, genau diese Mails zu suchen anhand dieser entsprechenden Nummer. Was wir in Benno Mail Archiv nicht haben, ist, sagen wir mal, eine Art Ablagestruktur, wie man sie sich in seinem normalen Postfach in Thunderbird, in Outlook, in eGroupware und so weiter anlegen kann. Das heißt also, wenn ich gewohnt bin, meine Mails irgendwo in Strukturen abzulegen, dann ist Benno Mail Archiv zwar immer noch ein tolles Suchinstrument, weil ich aus der Vogelperspektive schaue, aber es ist so, dass ich dort im Prinzip halt meine Mails in einem großen Haufen habe und über die Inhaltsinformationen finde. Wir sind in der Planung für das kommende Jahr, das macht also 2016, eventuell 2017 werden, die Benno Mail Archiv Web App zu erweitern, um eine Funktionalität, die wir Merkliste nennen. Das heißt, dass man jederzeit, wenn man eine Mail oder Mails gefunden hat, die man einem Kontext zuordnen möchte, dass man die auf so eine Merkliste setzen kann. Das heißt, die Merkliste kann also dann dynamisch erweitert werden. Immer dann, wenn es eine interessante Suche gab, kann man Mails markieren. Das ist so das Ziel eben halt, um auf so einer Merkliste sie zusammenzuführen, sodass man später sagen kann, ich hatte mal verschiedentlich Mails gesucht und zusammengeklaubt. Die sind auf einer Merkliste und die möchte ich jetzt mal alle auf einen Haufen sehen. Das ist so dann so quasi eine Art, nennen wir es mal nicht Ablageordner, aber so eine Büroklammer, die man sozusagen um verschiedene E-Mails dann zusammen herum machen kann, um sie zusammenzubinden. Das ist also Stand der Planung, dass wir dann in 2016, tendenziell 2017, das können wir auch gerne, das lese ich gerade hier, Einzelfall nochmal besprechen, auf jeden Fall. Also generell gilt natürlich, dass wir das eine oder andere, wenn da Detailfragen sind, auch nochmal im Nachgang natürlich dann die Einzelheiten klären können. Ganz klar. Ja, hier kommt gerade die Frage, ob die Preise verpasst wurden. Also insofern haben wir hier die konkreten Produktpreise nicht angesprochen. Herr Becker hat aber da nochmal so ein bisschen was in petto für die Seminar- oder Webinar-Teilnehmer heute. Da gibt es die Gelegenheit, ein entsprechendes Angebot der Stylight AG in Anspruch zu nehmen, was der Herr Becker auch noch dann entsprechend transportieren wird.